Feuerwehr-TV wird Ihnen präsentiert von der Unfallkasse Hessen. Spannende Unterhaltung mit Feuerwehr-TV wünscht Ihnen die Sparda Bank Hessen. Clever Banking mit der Sparda Bank. Wir melden uns heute aus dem wunderschönen Landkreis Waldeck-Frankenberg, genauer gesagt von dem Übungshof der Freiwilligen Feuerwehr in Korbach. Und ihr seht, dieser Übungshof ist so groß, hier könnte sogar ein Hubschrauber landen. Und damit herzlich willkommen bei Feuerwehr-TV. Bei mir ist der Kreisbrandinspektor Gerhard Biederbick. Schön, dass wir hier sein dürfen. Ja, schön, dass mal uns einer vorbeiguckt. Flächenmäßig ist der Landkreis der größte in Hessen und deswegen habt ihr auch so viele Fahrzeuge, ne? Ja, und deshalb haben wir die auch hier in Korbach stehen, weil Korbach ist relativ zentral im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Mal die Nord-Süd-Ausdehnung mit der Bundesstraße. Von Diemelstadt im Norden bis nach Ernsthausen im Süden sind es 90 Kilometer Bundesstraße, keine Autobahn. Wir können doch ein bisschen weiter bis nach Harzfeld, Bundesstraße, 110 Kilometer vom Norden bis zum Süden. Und wenn wir uns die Zahlen noch mal ein bisschen genauer angucken, wie viele Menschen sind hier tätig für die Feuerwehr im Landkreis? Im ganzen Landkreis haben wir ungefähr 4.600 Feuerwehrangehörige. Und hier bei der Freiwilligen Feuerwehr in Korbach? Da sind es gut 400. Und man kann es ja fast nicht oft genug sagen, danke für dieses Ehrenamt, für diese ehrenamtliche Tätigkeit. Wie viele Hauptamtliche sind es? Tja, in Waldeck-Frankenberg außer dem Kreisbrandinspektor keiner mehr. Während wir jetzt gerade die Fahrzeuge so ein bisschen genauer sehen, die hier schon mal auf dem Hof postiert wurden, diese wurden vom Land Hessen zur Verfügung gestellt. Aber warum stellt das Land Hessen allen Landkreisen Fahrzeuge zur Verfügung, wie auch hier der Freiwilligen Feuerwehr in Korbach? Das ist einmal der gesetzliche Auftrag. Katastrophenschutz ist Landesangelegenheit. Und natürlich ist es fürs Land dann Hessen dann sinnvoll, wenn auch überall in allen Landkreisen die gleichen Fahrzeuge sind, dass man auch bei Einsätzen, die auch landkreisübergreifend sein können, die gleichen Ergebnisse hat, die gleichen Funkausrüstung in den Fahrzeugen oder die gleiche Ausstattung bei den Erkundern, dass die Messfahrzeuge überall das Gleiche kommt und damit vergleichbare Ergebnisse, dass man zusammenarbeiten kann. Was heißt denn vergleichbare Ergebnisse? Also was heißt denn für die Praxis einfach? Also wir werden uns gleich sicher auch mal den Einsatzleitwagen angucken. Da sind die gleichen Funkgeräte drin. Da ist hessenweit überall gleich, die gleiche Technik drin. Die können miteinander kommunizieren und man kann auch mal in einen anderen Landkreis fahren und auch Personal aus anderen Landkreisen kann die Fahrzeuge einfach übernehmen und kennt sich da drin aus. Jetzt ist es aber so, dass das Land Hessen nicht nur den Feuerwehren in Hessen die Fahrzeuge zur Verfügung stellt, sondern auch... Genau, Katastrophenschutz beschränkt sich eben nicht nur auf den Brandschutz, sondern auch auf die Hilfsorganisationen. Beim Deutschen Roten Kreuz hier in Waldeck-Frankenberg haben wir zwei Betreuungszüge, zwei Sanitätszüge und bei der DLRG auch noch eine Tauchergruppe, die mit Fahrzeugen ausgestattet sind vom Land Hessen. Ja, also auch für die Praxis wichtig. In welchem Abstand werden solche Fahrzeuge übergeben? Also jedes Jahr, jedes zweite Jahr, alle 10 Jahre? Daher ist manchmal dem technischen Fortschritt geschuldet, aber eigentlich alle 25 Jahre gibt es ein neues Fahrzeug. Solange müssen die aushalten bei den Feuerwehren. Aber wenn der technische Fortschritt zuschlägt, dann werden die auch schon vorher ausgetauscht. Jetzt natürlich nimmt es Fahrt auf mit der Ausstattung für den Fahrzeugen, weil wir haben aus dem Ahrtal gelernt oder das Land Hessen hat aus dem Ahrtal gelernt und sind besondere Fahrzeuge erforderlich. Ja, okay, gut. Haben Sie natürlich, hat sich alles ein bisschen verändert. Seit dieser Flut im vergangenen Jahr sind die Anforderungen natürlich gewachsen. Ihr habt die Autos schon mal sehr gut postiert, hinter uns, aus der Garage rausgefahren. Und das heißt für uns, wir gucken uns jetzt ein Fahrzeug etwas genauer an. Wir haben schon mal den Einsatzleitwagen ein bisschen vorbereitet, wobei... Bei euch heißt er ELW2. Steffen Bricher, Sie sind hier im Landkreis zuständig für den Katastrophenschutz. Wir sehen zwei Leitern, das heißt, innen drin gibt es auch zwei Teile, richtig? So richtig, ja. Wir haben einmal den Besprechungsraum, da wo die technische Einsatzleitung zusammentritt. Und dann haben wir hinten einmal den Funkraum, wo unsere Funker dann zusammenkommen. Das heißt, was passiert während eines Einsatzes ganz genau in diesem Fahrzeug? Genau, vorne tritt die technische Einsatzleitung zusammen, bestehend aus dem Leiter der technischen Einsatzleitung und seinen Sachgebieten. Und hinten sitzen die Betreiber der IUK-Gruppe bzw. die Betreiber des ELW2s und arbeiten dort diesen Einsatz ab. Das heißt, wenn ich jetzt so ein Fahrzeug am Einsatzort sehe, dann ist auch richtig was passiert, ne? Also dann reden wir schon von einer Großlage, oder? Ganz genau. Zum Beispiel wären das bei uns die F3, F3Y. Das heißt, was ist das? Das sind die Großbrände, ja. die wir haben. Natürlich sprechen wir dann auch über größere Verkehrsunfälle, die wir im Landkreis haben. Oder dann halt auch Gefahrgutunfälle. Wie viele Menschen, die dann im Einsatz sind draußen, sind dann zu koordinieren mindestens? Ja, so circa 100 kann man schon sagen. Wow. Das ist schon dann ziemlich viel. Wenn man sich dann überlegt, dass halt maximal 10 Leute in dem ELW2 arbeiten. Das bedeutet 6 bis 7 Leute vorne in dem Besprechungsraum, 3 Leute hinten. Dann ist das schon
eine ganze Menge. Und die sind getrennt voneinander, weil die sich natürlich dann auch nicht stören wollen bei der Arbeit, beim Unterhalten, beim Besprechen, beim Entscheiden. Ja, ganz genau. Also vorne werden, wie gesagt, die Entscheidungen in Ruhe getroffen. Die werden dann dem Lagekartenführer und dem Einsatztagebuchführer weitergegeben. Die kommen dann elektronisch hinten in den Funkerraum an und werden dann elektronisch dann teilweise auch weitergegeben oder über Funk dann an die zentrale Leitstelle weitergegeben oder per Telefon. Jetzt ist dieses Fahrzeug bis unters Dach voll mit Technik. Was haben wir alles drin? Genau, wir haben eine zentrale Telefonanlage, mit der wir ganz normal über Mobilfunk telefonieren können. Wir haben dann natürlich auch unseren BOS-Funk, den wir da drinnen verbaut haben. Und dann natürlich einen zentralen Server, wo wir eine zentrale Datenablage haben. Wir können mobil ins Internet gehen und wir können natürlich dann auch über Satellit ins Internet gehen oder über Satellit telefonieren. Was ich jetzt noch sehe, ist über uns eine Kamera. Es sieht aus wie so eine Spezialkamera. Die kann was? Genau, wir können uns da eine 360-Grad-Rundumblick verschaffen über die Einsatzstelle, wo wir dann halt in dem ELW2 direkt auf dem Beamer die Kamera drauflegen können, dass der Einsatzleiter bzw. die technische Einsatzleitung sich einen Überblick über die Einsatzstelle verschaffen kann. So, und wir sehen das auch gerade, der kann auch richtig ranzoomen, ne, diese Kamera? Genau, die kann sehr, sehr weit ranzoomen. Natürlich hat die auch Nachtbild, sodass wir dann halt auch in Dunkelheit dort ein Bild haben. Deswegen steht dieses Fahrzeug auch nie ganz vorne am Einsatzort. Richtig, ganz vorne am Einsatzort stehen natürlich die Löschfahrzeuge bzw. dann die Rüstwagen, die dann vorne wirklich die Arbeit übernehmen. Dieses Fahrzeug steht dann halt ein bisschen weiter hinten und wir haben halt die Möglichkeit, uns einen absoluten Überblick über die Einsatzstelle zu verschaffen, ob das mit der Kamera ist oder auch mit unserer verlasteten Drohne. Jetzt hat das Fahrzeug aber ein Detail, auf das man nie achten würde, aber wenn man es weiß, achtet man immer drauf und das ist das Kennzeichen. Genau, das Fahrzeug kommt vom Land Hessen und hat WI am Kennzeichen für Wiesbaden und WIKS für den Katastrophenschutz. Und auch dieses Fahrzeug ist vom Land Hessen mitfinanziert und wir können es in großen Buchstaben drauf lesen: Gerätewagen Atemschutz. Das heißt, dieses Fahrzeug kommt immer, wenn es brennt, oder? Nein, nicht ganz. Also natürlich auch, wenn es brennt, also bei Großbränden, aber auch im Gefahrguteinsatz ist er mit dabei. Hier geht es halt wirklich um die Atemgifte, sich davor zu schützen. Er ist halt auch Teil des GABC-Zuges, der in Korbach stationiert ist. Was ist alles geladen? Also was hat er dabei? Wir haben 30 Atemschutzgeräte, Komplettgeräte auf diesem Fahrzeug drauf, zusätzlich 6 Chemikalien-Schutzanzüge, die sind verlastet. Genauso haben wir noch die Strahlenschutzausstattung mit auf dieses Fahrzeug gepackt. Und es war aktuell heute Nacht im Einsatz. Ganz genau, er kommt gerade frisch aus dem Einsatz. Das Fahrzeug wird derzeit gerade einsatzbereit gemacht. Die Atemschutzgeräte wurden ausgegeben und deswegen ist er nicht ganz einsatzbereit. Wir sehen es ein bisschen, die Regale sind leer, aber das gehört eben dazu, in der Nachbereitung eben das Fahrzeug wieder aufzufüllen. So, das heißt also, im Moment wird nachgearbeitet. Wie lange dauert es, bis er wieder einsatzbereit ist und wieder vom Hof fahren kann? Es dauert ungefähr bis heute Abend, bis der Gerätewagen Atemschutz dann wieder einsatzbereit ist. Komplettgeräte werden in der Atemschutzwerkstatt fertig gemacht und gehen dann wieder in die Kisten und werden dann auf das Fahrzeug verladen. Unser großes Thema bei Feuerwehr TV ist ja heute die Fahrzeuge, die vom Land Hessen den Landkreisen in Hessen zur Verfügung gestellt werden. Wie viele sind es ungefähr hier im Landkreis? Ja, wir haben circa 40 Fahrzeuge, die das Land Hessen bzw. auch der Bund uns zur Verfügung gestellt hat. Aber nicht nur die Fahrzeuge, die der Bund oder das Land uns zur Verfügung gestellt haben, wirken im Katastrophenschutz mit, sondern auch natürlich die Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehren. Herr Pricher, vielen Dank, dass wir heute hier sein durften und durchs Schlüsselloch gucken durften und Sie uns so viel gezeigt haben. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich bin sicher, ihr schaut euch jetzt die Kennzeichen der ganzen Feuerwehrfahrzeuge etwas genauer an. Wir atmen kurz durch, wir machen eine kleine Pause und dann sind wir gleich zurück mit der Katrin Weiß von der Unfallkasse Hessen. Gleich geht's weiter mit Feuerwehr TV, präsentiert von der Unfallkasse Hessen und der Sparda Bank Hessen. Clever Banking mit der Sparda Bank. Jetzt geht's weiter mit Feuerwehr TV, präsentiert von der Unfallkasse Hessen und der Sparda Bank Hessen. Clever Banking mit der Sparda Bank. Herzlich willkommen zurück hier bei Feuerwehr TV. Wir sind mittlerweile bei der Unfallkasse Hessen und bei Katrin Weiß. Hallo Katrin. Hallo. Wir haben im ersten Teil viele Fahrzeuge gesehen, die beschafft wurden oder dem Landkreis zur Verfügung gestellt werden. Jetzt müssen die natürlich auch irgendwo untergestellt werden und die Fahrzeuge werden immer größer und diese Stellplätze wachsen natürlich leider nicht mit bei den Feuerwehren. Das ist ein Problem, oder?
Ja, genau so ist es. Stellplätze sind teilweise vor Jahrzehnten in den Feuerwehrhäusern angelegt worden. Und wenn wir jetzt die neuen, modernen Feuerwehrfahrzeuge sehen, dann passt es eben nicht mehr zusammen. Und das Wichtige ist ja die Sicherheit unserer Einsatzkräfte. Und die müssen wir gewährleisten. Und das ist aber schwierig, wenn wir die Feuerwehrhäuser haben, in denen dann die Fahrzeuge reingequetscht werden müssen. Teilweise werden auch manchmal mehrere Fahrzeuge auf einem Stellplatz geparkt oder in Nischen, damit man sie irgendwie unterkriegt. Und all das ist eben nicht sicherheitsgerecht. Du hast jetzt eben schon angesprochen, es gibt Probleme beim Platz. Das heißt im Umkehrschluss, es gibt Gefahren. Also welche Risiken stecken dahinter? Ja, die Enge ist das größte Risiko, denn gerade wenn wir in einer Einsatzsituation sind, muss alles schnell gehen und dann können gefährliche Situationen entstehen, nämlich dass zum Beispiel eine Einsatzkraft zwischen Fahrzeug und Gebäude eingequetscht wird oder eben auch zwischen dem Tor und dem Gebäude. Alles wächst ja nicht mit, aber wenn das größere Fahrzeug da ist, dann sind plötzlich die Abstände anders und hier müssen wir eben darauf achten, dass da keine Gefährdungen entstehen, denn die können schnell tödlich enden, aber auch leichte Unfälle sind zu vermeiden, zum Beispiel, dass ein Feuerwehrangehöriger gegen eine offene Tür läuft, weil die eben in den Verkehrsweg ragt. Also die Abstände spielen natürlich die größte und entscheidende Rolle. Lass uns mal auf Zahlen gucken. Welche Maße gibt es denn und vor allem, wo gibt's, also wo kommen die Zahlen her? Wer hat die vorgegeben, die Maße? Also der Gesetzgeber gibt hier klare Regelungen vor und er definiert den Abstand. Den Abstand zwischen der offenen Tür und den Gebäudeteilen oder Pfeilern oder Gegenständen, die dann dort gelagert sind. Und dieser Abstand muss mindestens ein halber Meter sein, sodass eben um das Fahrzeug rum ein Weg ist, den ich nutzen kann, ohne gefährdet zu sein. Welche Tipps gibt denn die Unfallkasse Hessen für die Erstellung von so einer Gefährdungsbeurteilung den Feuerwehren an die Hand? Wir haben auf unserer Homepage eine sogenannte Schritt-für-Schritt-Analyse, auch mit Berechnungsmöglichkeiten. Das ist eigentlich eine sehr gute Hilfestellung für jeden, der da ran muss. Letzten Endes kommt es auf vier wichtige Fragen an, nämlich wie ist der jetzige Zustand, welche Gefährdungen liegen vor und wie hoch ist das Risiko, welcher Handlungsbedarf leitet sich daraus ab und eben welche Maßnahmen müssen umgesetzt werden, um das Risiko zu minimieren oder vielleicht sogar ganz zu beseitigen. Welche Maßnahmen sind es, die da zum Beispiel ergriffen werden können? Also oft hilft zum Beispiel schon das konsequente Entrümpeln, zum Beispiel von Mülltonnen oder Bierzeltgarnituren, die im Verkehrsweg gelagert sind. Dass jetzt bauliche Maßnahmen nicht sofort umsetzbar sind, das ist klar. Das heißt, auch dann muss man eben überlegen, wie schafft man Lösungen. Und eine kann zum Beispiel auch sein, dass der Maschinist alleine im Feuerwehrhaus ins Fahrzeug einsteigt, auf den Hof fährt und erst dort die Einsatztruppe zusteigt. Also da gibt es viele Ideen. Wichtig ist, dass wir gemeinsam überlegen, wie das machbar ist und da helfen unsere Aufsichtspersonen gerne weiter. Heißt also, man kann sich jederzeit an die Unfallkasse Hessen wenden, wenn man Fragen dazu hat. So ist es, ja. Liebe Katrin, vielen Dank, dass wir heute hier sein durften. Sehr gerne. Und euch vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Feuerwehr TV für diesen Monat und wir sehen uns das nächste Mal genau hier an dieser Stelle. Gleich geht's weiter mit Feuerwehr TV, präsentiert von der Unfallkasse Hessen und der Sparda-Bank Hessen. Clever Banking mit der Sparda-Bank.